Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. So, nachdem wir nicht wissen, wo wir eigentlich hin sollen, ich habe echt null Plan, bis auf das Loch in Majula, habe ich mir gedacht, wir laufen doch heute nochmal zurück. Also, wir laufen zumindest heute nochmal ein Stück hier in der Burg rum. Zumindest, oder in dem Wald. Denn es gab ja da noch einen Ort, da hatte ich damals gesagt, das merken wir uns mal. Das ist hier unten bei dieser komischen feuerspuckenden Echsenviechern. Wo diesem Feuerechsenviecher spuckenden Vieh-Dingens. Keine Ahnung. Huhu. So, dämlichen Untoten. Ach Gott. Leute, es ist wirklich, ich habe echt keine Idee, wo wir hin könnten. Das kann doch nicht sein. Hier versperrt uns dieser komische Ramsch den Weg. Stehst du auf? Nein, du bist tot. Vielleicht müssen wir wirklich mal da durch. Ich habe aber wirklich gar keinen Plan. So, aufschlitzen. Damit sei es eigentlich getan, aber nein, der kommt angelaufen. Ah, ich finde den Sprintangriff echt geil. Hui. So macht Untote töten doch Spaß. Ja, so nicht. Okay, das ging dann nochmal ganz... Wo kommen die denn her? So, und da bin ich doch gekonnt ausgewichen, Leute. Banditenmesser. Wahnsinn. Hülleninfanteriehelm. Ah ja. Was gibt's denn noch Feins? Wurfmesser, okay. Alles so unbrauchbare Dinger. So, mal schauen, ob ich hier weiterkomme. Irgendwie. An diesem Ding vorbei. So spuckt es auf jeden Fall so ein Feuer. Ich habe irgendwie Angst, dass es. Das ist. Unmöglich. Wo kommt der denn her? Noch mehr! Was ist denn das? Okay, ich stelle mich jetzt hier mal so in die Ecke. Vielleicht trifft es mich ja nicht. Dann kann ich doch bestimmt um die Ecke laufen, oder? Wenn es ausholt zum Spucken, ich weiß es ja nicht. So. Bum, bum. Okay. Das Ganze probieren wir jetzt noch einmal und dann laufe ich los. Komm, spuck. Wie es guckt. So. Okay, okay, okay. Echt, das führt ins Leere, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Was? Kann ich das töten? Nee. Okay. Es lässt sich nicht töten. Dann hau ich hier wieder ab. Okay, das war's dann wohl. Dann kriegen wir ja nichts weiter als das Schwert. Na Prost, Urmel. Verdammt, wo müssen wir hin? Wie kommen wir da rein? Wie zum Teufel komme ich da hoch? Ach Mann. Das ist doch... Ah, das ist alles nicht wahr. Los, weg hier mit dem Gerümpel. Mann. Ja Leute, ich habe echt... keine Idee. Aber wisst ihr was? Ich sehe gerade... Ich bin ja nicht menschlich. Vielleicht hätte ich den Sturz in das Loch ja mit voller Energie als Mensch irgendwie geschafft. Das muss ich ausprobieren. Das machen wir auch gleich mal. Ach, jetzt bin ich ja hier runtergesprungen. Jetzt muss ich wieder den Weg zurücklatschen. Leute, ich hab's. Wir probieren das jetzt wirklich mal in Menschengestalt. Kuckuck. So, der eine dürfte gleich wieder werfen. Weil er so lustig ist. So, ach, hier sind alle dämliche Untote. Einfach abgeschnitzelt hier von mir. Ja, ja, die Hektik. Autsch. Klasse. Ich muss ja weg. Ich muss ja einfach weg. Es nützt alles nichts. So. Komm her, du. Was? Hat das überlebt? Das war ein starker Schlag. Wahrscheinlich hat nur die Spitze getroffen. So, das machen wir jetzt aber wirklich mal. Ich mache mich jetzt hier zum Menschen und dann bin ich nochmal in dieses doofe Loch zu springen. Das ist mir jetzt schon unsympathisch. Majula.
Ich denke mal, in der blauen Kathedrale kommen wir weiter, wenn wir den Eid, den wir hier in Majula kriegen können, dann bei diesem Typen oben, der so debri ist, wenn wir den so ein bisschen besser, oder wenn wir uns da, ja, wie sagt man, wenn wir da mehr Hingabe zeigen, dass wir dann vielleicht irgendwas bei dem anderen Typen machen könnten. Mal schauen, ich weiß gar nicht, was wir so unterkriegen können im Let's Play. Auf jeden Fall alles, was man blind so schaffen kann, irgendwie, möchte ich zeigen. Wer weiß, wie viel das ist. So, 2700. Okay. Dann mal her mit so einem Menschenbild. Dann gehe ich nochmal ins Leuchtfeuer. Genau, damit meine Energie auch wirklich voll ist. Und wenn ich dann sterbe, dann, weiß nicht, dann werfe ich den Controller gegen den Fernseher, zerstöre wieder meine Playstation und dann werde ich nie wieder irgendwas aufnehmen. Ich hasse es, wenn man nicht weiterkommt. Ja, das ist das Schlimmste, was es gibt in Videospielen. Diese Ahnungslosigkeit. Mein ganzer Not könnte ich mir, ich glaube, sie hat noch einen Ring, oder? Dass den Fallschaden vermindert. Was kostet der eigentlich? Kann ich mir den gleich mitnehmen? Was? Okay. Sie nutzt die Wand als Kratzwand. Ja, wer bin ich gleich wieder? Du solltest eigentlich langsam mal meinen Namen kennen. Ich bin der stolze Krieger, Ritter, wie auch immer, Urmel. Eide. Ah, hier kann man. Okay, die ganzen Eide sehen. Eide widerrufen, sprechen. Ach so, damit meint sie, glaube ich. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Okay. Ah, cool. Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago, they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Aha. Okay, das war der Alte, in dem wir schon waren. Sie erzählt uns jetzt erstmal echt was von den Eiden. This place is already dead. Everything will crumble and waste away, so that something new may be born. Isn't it wonderful? Okay. Ja, viele scheinen jetzt zu wissen, dass es irgendwie, dass das Königreich zerfällt und etwas Neues entstehen wird. Okay, ich glaube, das kennen wir schon. Genau. Ja, die vier, okay. Vier große Seelen. Ah, wir kennen das schon. All widerrufen, mag ich nicht Gegenstand kaufen. Bah, okay. Verringert Fallschaden, das hat 13.000 Seelen. Ach Gott, nee. So viel habe ich nicht. Tut mir leid. So Leute, wir versuchen jetzt hier nochmal, oder ich zumindest, ich und der gute Ome versuchen jetzt hier nochmal runterzuspringen. Ach. Gott. Gelobt sei die Sonne. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Was soll ich denn noch machen? Verdammt. Das ist. Nee. 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 Wach. Ich weiß nicht wohin. Das kann es doch jetzt irgendwie nicht sein. Ich habe schon voll Energie. Ich könnte mir jetzt so ein paar Seelen farmen, um dann irgendwann mal den Ring für den Fallschaden kaufen zu können und dann. Das ist doch alles doof, ja. Alles. Alles räudig. Mag ich nicht. Will ich nicht. Muss irgendwie weitergehen. Ach Gott. So ein paar nette Seelen, Leute. Ich brauche ein paar Seelen. Was mache ich nun? Ich weiß es gerade echt nicht. Hilft sie mir vielleicht noch mal irgendwie? Bearer. Ja, Bearer of the Curse. Oh Gott, das Riesenschwert schon wieder. Nein! Kein Stufenaufstieg. Ich will doch nur mit dir reden.
Over the hill and past the forest is the king's castle. Where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of him. Na toll. Those who come to Dranglake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all, sooner or later. That blue knight at the base of the tower, his spirit is, although he does offer sound advice, perhaps he is a foreshadowing of your own future. Ach man. Können wir das Flakon verstärken? Wir haben keine Scherbe. Verdammt. Was ist denn los mit mir? So, verdammt nochmal, wo muss ich hin? Vermaledeit hier der ganze Kram. Weißt du, wo ich jetzt nochmal hinschaue? Zum Flammenturm. Ich rede nämlich nochmal mit der... mit dieser Frau da. Ich glaube, so ein Kumpel hatte mal erwähnt, dass man mit der reden muss und dann passiert irgendwas. Aber ich hatte doch eigentlich schon mit der geredet. Hm. Ach, ich schau noch mal, ich weiß es nicht. Ich habe gerade null Ahnung, was ich machen muss. Es ist zu schwer. So. Ach, da ist er doch. Hallo. Sprich mit mir. Just speak up if you're in need of me. That's why I'm here. Schön für dich. Ich weiß doch nur nicht, wo ich hin soll. Warum kommen jetzt die Sprachboxen nicht? Sprechen. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. Aha, okay. I expected this cathedral to be bustling. But there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... sorry. Help the gullible by teaching the good word. Oh man, alle verrückt. I expected this cathedral... ja, okay. Also es passiert auch nichts. Oh, keine Ahnung. In der blauen Kathedrale können wir nicht weiter, da unten kommen wir auch nur zum... zur Niemandswerft. Och, Menno. Was ein fähiger Part, Leute. Wir sind die ganze Zeit hier am Hin- und Herlaufen. Ich habe ein Menschenbild verballert, indem ich das benutzt habe und einfach in das Loch gefallen bin. Also ich denke mal, mit dem Ring könnte es dann nun wirklich klappen. Es mindert ja auf jeden Fall den Fallschaden, nur so viel Seelen habe ich nicht. Und die will ich jetzt hier nicht offscreen irgendwie farmen. Es muss irgendwas an dem Teil da unten noch gehen. Irgendwas, Leute. Ich hätte gleich hingehen können eigentlich. Mann. Ich hau da jetzt gegen mit Pyromantie. What? Nee! Ehrlich jetzt? Ah, okay, gut. Danke für den Tipp, dass man mit dir reden muss. Gut. An honor to see you again. This room is not as it seems. Ach nee. There are two, not one pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Ach, wie jetzt? Fahrt begehen. Aha. Was kann ich denn hier eigentlich Schönes kaufen? Das Teil habe ich. Ein Wunder. Auffrischen. Stellt TP wieder her, ne? Stellt TP nach und nach wieder her. Die resoluten Klerikerkrieger von Lindelt nutzen dieses Wunder beim Kampf an der Front. Was haben wir da eigentlich noch? Medizinische Heilung. Stellt TP wieder her. Die Stärke von Wundern wird durch den eigenen Willen beeinflusst. Wunder sind vor langer Zeit... okay.
Mein Gut, das kann ich alles nicht benutzen, ja, weil ich keinen Willen habe. Von daher völlig überflüssig. Erhöht Willen. Ja, und die Glocke. No need oh, for doch, doch. That's why I'm here. So, sprechen. To cast miracles, you must have strong faith in the gods. Miracles began as tales told by gods. We preserve their will with law, pray to their greatness, and are blessed in return. You must nourish your faith. Ach, ich weiß nicht. So Wunder finde ich immer ein bisschen... Naja, weiß nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber... Nicht so anziehend. Fahrt begehen. Seelen bezahlen. Benötigte Seelen 2000... Na gut, die haben wir. Alle geldgierig. Alle gläubigen Menschen sind geldgierig, Leute. Ja, das konnte ich jetzt nicht allein. Hätte ich wahrscheinlich nur draufdrücken müssen. Aber immerhin, wir kommen ein bisschen weiter. Ich meine, wer soll denn darauf kommen? Wahrscheinlich, wenn man Wunder... Vielleicht, wenn man ja Wunder wirken kann, dass es von alleine geht, aber... Sorry, ich überklicke das manchmal zu schnell. Okay. Dankeschön. Alter, ist das gruselig. Okay. Blut. Blut ist schlecht. Rötliches Wasser. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was? Toll, ich habe schon gedacht, wir kommen nicht weiter. Und jetzt geht es los. Rötliches Wasser. Schon wieder nicht im Inventar, oder wie? Drachenknochen, Bleichstein... Titanitschorle. Titanitschollen, die Ausrüstung verstärkt. Achso, okay, da können wir auf plus 10 verstärken mit den Teilen. Das ist wie in Dark Souls noch. Aber was haben wir denn jetzt bekommen? Ja. Okay. Ich bin schon wieder überfragt. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber. Hi, ach da, jetzt, da ist es. Rötliches Wasser stellt DP und zaubern jetzt wieder her. Okay. Sehr schön, dann wollen wir uns doch mal hier durch die Höhle begeben. Was auch immer kommen mag. Vielleicht ist das ja wirklich der richtige Weg. Wer zum Teufel soll darauf eigentlich wieder kommen? Okay, gut, ich hab's geschafft, aber nur durch den Tipp, dass ich mit der Frau mal reden soll. Okay, hier geht ein Spiralpfad hoch. Mich jetzt hier beinahe selbst schon wieder runterkatapultiert. Ach, Mann. Sehr schön. Ganz schön dunkel. Dum-da-dum-da-dum. Ich denke mal, das Gefühl, oder zumindest das Gefühl, was man eben noch in Dark Souls hatte, was ist das? Einer zusammenhängenden Welt. Es wird hier so ein bisschen vernichtet durch diese Art Verbindungsstücke zu den ganzen Bereichen, durch diese Höhlen. Alter, bist du lieb? Ja, du scheinst lieb zu sein. I don't know who you are, but believe me, B. The frailty of the weak disrupts the dark. Aha. Leave me alone. Nee, eigentlich nicht. Warum sitzt du hier mit dem... Okay, das scheint wohl wieder so ein Magier zu sein. Spezialisiert auf die dunklen Künste. Ja. Okay. Wir lassen ihn wirklich in Ruhe. Aber warum zum Teufel guckst du gegen die Wand? Gibt's irgendwas Interessantes? Was steht denn hier eigentlich? Finsternis wird benötigt. Oder jetzt. Ja. Alles klar. So, wir sind im Jägerhain. Sieht gefährlich aus. Aber das ist auf jeden Fall schon mal Leuchtfeuer in der Nähe und das ist super. So, ich raste da jetzt einfach, um sicher zu sein, dass wir da wieder ankommen. So, hier ist jemand mit zwei Schwertern in der Hand. Kann ich irgendwas kaputt machen? Boah, Urmel, raste nicht aus. Geil. Dann wollen wir doch mal.
Eieiei. Oh, nö, keine... Alter, das hier lebt. Ich sag's doch. Leute, das... Ja, ich hab Angst. aber da... Wow, der Himmel ist cool. Sehr coole Farbgebung. Erinnert mich irgendwie gerade an Witcher 2 von den Farben her, an... Im zweiten Kapitel. Wer es jetzt nicht kennt, egal, ignoriert es einfach, was ich gerade gesagt habe. So, sehr schön. Die sind auf jeden Fall auch mit einem Schlag schon mal tot. Oh Mann. Was? Was? Was ist denn hier schon wieder los? Kann ich dich kaputt machen, wenn nicht, dass du das normal machst? Das sah echt nach Gift aus. Okay. Gut, dass ich Pyromantie dabei habe. Ich glaube, zur Not würde auch ein Bogen gehen, aber... Also das sah echt nach einer Pestwolke aus. Gefällt mir gar nicht. Vergiftet werden ist das Schlimmste in Dark Souls. Noch schlimmer vielleicht Fluch. Ja, natürlich, ich treffe nicht. So. Ich sehe doch, dass ihr aufstehen wollt. Okay, das sieht aus wie Grabsteine. Hilfe! ja, ein Baum. Was? Hat irgendwie so eine Art Stöhnen gehört. Oh mein Gott. Ist hier irgendwas an dem Baum? Nee, also an dem Baum geht nichts. Dann schaut man hinten Krähen oder irgendwelche Vögel. Cool. Boah, ich bin jetzt schon völlig paranoid, weil ich denke, es hängt gleich wie irgendein Vieh von der Decke, was mich vergiften will. Zumindest denke ich zumindest, dass es Gift ist. Oh, Mann. Oh, nee. Irgendwelche dunklen Kammern und Gewölbe, das mag ich gar nicht. Was? Huhu. Weg. Ah! Okay. Gift. Gift, 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 Gift. Wo ist denn mal der Typ? Autsch. Ah, da drüben. Dich bewerfen? Komme ich da ran? Natürlich nicht. Dann laufen natürlich einmal rum. Was? Ja, ist klar. Leute. Estus Flakon. Ja. So, der trifft mich erstmal nicht. Na? Kann es sein, dass ich ein bisschen hektisch mit der Kamera hin und her wackle? Wenn ja, tut's mir leid. Gott. Ja! Mit einer Keule. Okay. Er hat sich selber getötet. Besser als nichts. Na? Geburtstag oder Augapfel, die findet man echt oft in dem Spiel. Kann das sein, diese ganzen Augäpfel? Boah, sieht so cool aus irgendwie. Wow, so viel Wald. Oh Mann. Okay, da bin ich hergekommen. Ich muss sicherlich hier weiter. Neue Gebiete sind immer so spannend. Man kennt die Gegnertypen noch nicht. Man weiß nicht, was man hier erwartet. Ha, eine Abkürzung. Hehehe. Juhu. So, das ist doch schon mal was. Und ein Leuchtfeuer, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ja. Na denn. Sehr schön. Aber wirklich viel sehen haben wir jetzt auch noch nicht. Hab ich einen Schlangenring eigentlich noch drin? Ich hoffe doch. Ja. Okay. So. Keine versteckten Schätze. Ich setze mich hier lieber nochmal ran. Wenn ihr wisst, ob ich das machen muss oder nicht, dann schreibt mir das gerne mal. Ich meine, ich könnte auch darauf verzichten. Komme ich da rüber? Wahrscheinlich von der Brücke aus. Oh Gott. Müsste ich probieren, wenn ich da bin.
Hier ist die Leiter, okay. Na schön, dann wollen wir doch mal weitergehen. Ormel, sei tapfer. Auch wenn dieser Wald oder das ganze Gebiet jetzt ziemlich düster aussieht. Irgendwas stöhnt hier schon wieder rum. Okay, da kommt einer mit Feuer. Kannst du mit Feuer spucken? Nö, du willst nur gefährlich wirken damit. Autsch. So. Kleine blaue Blüte. Was haben wir denn davon? Da ist sie, oder? Ja. Stärkt vorübergehend Magieabwehr. Cool. Weiß, wo ich das gebrauchen kann. Bisher gefällt mir das Gebiet vom Design her sehr, sehr gut. So, schauen wir uns doch mal... Ah, ich bin noch im Menü. Was ist denn hier los? Ich würde gerade sagen, es ist ein Händler oder so. Nein, der steht ja einfach nur rum und will mich angreifen. War wieder typisch. Große Seele eines verlorenen Untoten. Kleine orange Blüte. Stellt wahrscheinlich bestimmt wegen für Feuerresistenz oder so. Ja, boah, ich bin so gut. Die Farben verraten so viel. So, Visionen von Durchbruch. Ja, Visionen von Durchfall vielleicht. Bei der Panik, die man hier ständig hat. Hilfe. Na Gott. Wie komme ich jetzt zu der Brücke? Ach man. Wer weiß. Vielleicht muss ich ja auch nochmal hin. Später? Was ist denn das? Mimi. Es ist groß. Es ist groß und dick. Und es macht mir Angst. Feuer. Ja, okay. Lass ich lieber. Wow, Alter, das ist nicht schlecht. Oh, was? Nein. Nein. Okay, wir wurden so eben in den Tod gestürzt. Die ziehen ganz schön Ausdauer ab. Krass. Großer Geistbaumschild. Schild des blauen Geistbaums, wie er im Gleichnis des Traumgottes Quella erwähnt wird. Sitzt angeblich göttliche Kräfte, kann Zauber mittels Parieren abwehren. Vor langer Zeit lebte ein Junge, der sehr furchtsam war, bis er sich... Achso, ich glaube, das hatten wir schon mal durchgelesen, oder? Oh, meine Güte, was für ein Gebiet. Ja, der große Dicke war jetzt ziemlich furchteinflößend. Fand ich. Ach komm, 2 Minuten haben wir noch, da gehe ich noch ein Stück weiter. Lass mich doch jetzt nicht abhalten. Auch wenn es ein guter Cut wäre jetzt am Leuchtfeuer nochmal, aber... Nee, Rache will ich schon noch nehmen. So, wo kommt dieser eine Typ her? Hier steht er. Autsch. Sehr schön. So, meine Seelen hole ich mir auf jeden Fall wieder. Und den hier hinterm Baum noch kalt machen. Ich wollte dich hinter dem Baum köpfen. Aber es ging nicht. Er las es nicht zu. Ich habe keine Ahnung gerade. Völlig verpeilt. So, großer, dicker Mann. Lass uns Spaß haben. So, Feuer frei. So, den Rest mache ich mit meinem Schwert, oder? Ja, fantastisch. Das geht doch gut. Das geht gut. Wunderbar. Okay, Leute. Ich würde sagen, mit einer Siegerpose. Welche nehmen wir denn? Willkommen einfach nochmal, weil das so schön ist. ja, verabschiede ich mich, oder ich und der gute Ormel von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal direkt hier auf der Brücke wieder. Seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dann.